Damit hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Video. In dieser Folge werde ich mal ein bisschen questen, damit ich mal ein bisschen was anderes mache. Übrigens hat bei uns heute mittlerweile Kessel Quizzes begonnen. Das ist, das kennt ihr ja mit Sicherheit alle, dieses hier, wo man dann Glückskisten bekommen kann. Ich habe hier immer schon mal ein bisschen was gemacht. Hier habe ich jetzt schon mal einen Rekord von 27,4 Millionen Schaden. Hätte ich noch ein bisschen mehr schaffen können, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier bin ich schon fertig, muss ich nur jetzt noch bis morgen warten. Ja, und hier auch. Und ja, haben wir heute hier irgendwas? Ja, Fackelkampf haben wir heute. Und ja, fangen wir erstmal an zu questen. Okay, wir haben keine Dings. So, können wir mal hier bei den. Ich bin hier. Ich habe übrigens hier einen Dungeon noch geschafft. Mal gucken, was das zweite hier ist. Aber ich glaube, das könnte sogar ein bisschen einfacher werden. Machen wir mal so, so und zack. Und so. Das sollte jetzt nicht passieren. Nee, das sollte jetzt nicht passieren. Das war jetzt nicht so gut. Die sollten mich alle auf eine Linie laufen und nicht verschieden. Das ist immer das Problem bei sowas. Ja, wie setze ich die da am besten? Machen wir mal so. So und dann setzen wir mal so, genau. Hallo. Nee. Also irgendwie leckt das teilweise richtig. Keine Ahnung. Ich muss mal kurz hier nochmal. Einmal hier. Einmal da. So. Ich glaube, das wird einfacher, ja. Deutlich einfacher, schaffe ich ja easy. Ja, easy geschafft, würde ich mal so behaupten, ne? Ja, perfekt. Nächsten Dungeon. Nein, ich brauche ja Gold, scheiße. Okay, nee. Aber das kriege ich ja hier auch ganz schnell wieder zusammen, also das sollte eigentlich kein Problem sein. Mittlerweile habe ich den Michael übrigens auf Stufe 10 gemacht, falls es jemanden interessiert. Warte, so, haben wir auch Punkte nochmal. Gehen wir mal hier. So, hier ist jetzt Stufe 10. Steht schon die ich könnte ihn jetzt schon evolvieren, mache ich aber nicht, weil ich ja die ganzen Bücher bekommen will. Und ich level ihn jetzt auch bis 200, bis Level dann 200 auf, damit ich dann die volle Anzahl an Büchern bekommen kann. Ich freue mich schon darauf, auf die Evo. So, zack, zack. Ach man, warum 88.000? Man kann bis fast 1,5 Millionen fast kriegen. Mann, das nervt einfach übel. So wird das einfach ewig lange dauern, bis ich den auf Evo. Aber es war meine Mutter. Sorry, Leute. Sorry jetzt. Mann, ey. Das wird einfach ewig dauern. Das dauert wirklich jetzt sowas von lange. Okay, das sollte jetzt auch. Ach so. Ich sollte mir vielleicht mal. Ja, genau. Bisschen Verzauberung mal holen. So, machen wir mal weiter. Ja, wo gehen wir da ein bisschen rein? Von hier, würde ich mal sagen. Das wird auch einfach. Ich glaube, das wird jetzt auch nicht so die größte Schwierigkeit. Schaffe ich sogar ohne diesen Zauber. Also das ist ja wirklich jetzt einfach. Also das ist ja wirklich jetzt nicht das Problem. Guck dir das mal an, wie schnell ich jetzt hier durchrattere. Sollte ich ja auch bald den Meister-Dungeon schaffen können. So, haben wir wieder geschafft. Jetzt nehmen wir mal hier nochmal weiter. Nehmen wir jetzt mal hier. Und das sollte auch kein Problem sein. Gehe jetzt einfach mal hier rein. Ach, Mann.
Meine Mutter, die guckt gerade Dortmund gegen Freiburg und die rastet gerade übelst aus. Machen wir mal so, nur mal sicher gehen. Ja, es ist so einfach, jetzt hier durchzugehen. Ich würde euch auch empfehlen, immer zuerst die Zauberung zu setzen, weil kann nicht passieren, dass, falls ihr den Kürbis zuerst setzt, dass er dann direkt tot ist wegen dem hohen Schaden der Türme. Müsst ihr euch immer gut überlegen, was ihr macht. Aber das ist meine Meinung. Ich mache das halt immer. Ich setze immer zuerst die Zauber und dann mache ich dann das andere. So. Ja, also mit der Evo von, also mit Level 200 von Michael dauert das auf jeden Fall noch ziemlich lange. Das wird auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Das wird definitiv noch ein paar Wochen dauern. Oh, Mann. Das wird definitiv jetzt noch ein paar Wochen dauern, bis ich ihn auf Evo habe. Weil ich will ja die maximale Anzahl an Büchern bekommen, damit ich dann Rudolf dann auch hochleveln kann. Ja. So, machen wir ein bisschen was mit Gold hier. So. Der hat nicht so viel Gold. Ja. Hier. Da. Hier, ein bisschen was. So, sollte eigentlich doch schnell fertig sein. So, 100%. 100%. Niemals. Lol. Einfach 100%. Ich habe irgendwie nicht so viel zu sagen. Heute war ich 2 Stunden arbeiten. Wir hatten hier in der Nähe eine Schreinerei, wo ich mal so ein paar Stunden mal ein bisschen Holz schneide und so weiter. Und staple. Ganz cool eigentlich, verdiene ich ein bisschen Geld. Ist eigentlich auch nicht schlecht, also von daher, ein bisschen Geld kann ja auch nicht schaden, ne? Naja, jetzt gehen wir erstmal hier weiter. Wollen wir mal hier ein bisschen mehr Dungeons schaffen. Okay. Komisch. Gehen wir ein bisschen rein. Eigentlich ist es ja egal. Das sollte auch kein Problem sein. Also, das ist ich rate ja durch wie sonst was, Alter. Das ist ja wirklich einfach. Also, das hätte ich nicht gedacht, dass es so einfach wird. Weil das schaffe ich ja easy. Absolut kein Problem für mich. Also, das ist ja wirklich so einfach, jetzt hier durch zu gehen. Leute, nochmal sorry wegen meiner Mutter, dass sie jetzt so geschrien hat, aber sie ist halt immer so drauf. Wenn Dortmund gegen irgendwen spielt. So, mal weiter hier. Ist auch mal nicht ganz so schlecht, mal so ein bisschen Dungeons zu machen. Ist ja auch nicht verkehrt. So, jetzt ist auch wieder hier vorbei in dem Gelände. Oh, Alter, diese Erzengel, ne? Ja, Kürbis steht jetzt schön im Rücken von Michael. Der kann jetzt schön blocken. Kann jetzt schön den Kürbis heilen. Ja, heilen und auch schützen halt, ne? Dass er halt nicht so viel Schaden kriegt, weil jetzt wäre er schon längst tot gewesen. Aber hier ist natürlich auch der Rockno perfekt geeignet eigentlich. Weil halt auch so einen riesen Schaden rausballert. Ja, jetzt bin ich schon bei wie viel? 621, ach du Scheiße. Ja, das sollte ich easy schaffen. Also ich sollte jetzt eigentlich easy hier durchgehen. Ja, das gibt's nicht, ne? Nur bei Roller. Das heißt, wenn wir ein schlechter Wortwitz. Was heißt mal wieder? So, gehen wir mal weiter. Ja, also ich komme hier eigentlich ganz gut klar. Also Moment noch, aber könnte sich vielleicht ändern. Nee, das ist auch kein Ding für den King. Also ich komme eigentlich ganz gut klar bis jetzt. Weil gut, dass ich mich hier hochgelevelt habe, weil er hat jetzt über 100.000 Leben schon. Er hat auch die meisten Leben im ganzen Spiel. Also ich glaube, ich kenne keinen anderen Helden, der noch mehr hat. Rockknurrt hat auch noch viel. Das weiß ich noch, aber der Michael hat deutlich mehr als Rockknurrt. Ja, das sollte jetzt eigentlich auch kein Problem mehr werden. So, gehen wir hier oben rein. Das sollte eigentlich kein Problem sein, hier die ganzen Dungeons zu schaffen. Der Erzengel macht auch nochmal wunderschön viel Schaden. Die Helden gehen ganz schnell down. Das sollte.
kein Problem sein. Eigentlich, oder? Nee, das geht gut. Von Anubis, der kann sich ja dreimal wiederbeleben. Also, das ist ja eigentlich wirklich nicht jetzt die Schwierigkeit. Und wenn, ich habe immer noch hier den Eiszauber, den kann ich immer noch setzen, falls irgendwie was schief gehen sollte, aber das ist nicht der Fall. Ja. Jo, ich bin jetzt 9 von 10. Und bald bin ich jetzt beim Meister-Dungeon. Oh, was ist das? Ach du Scheiße, ein Riesen-Multaniker. Oh mein Gott. So. Jetzt muss ich gut überlegen, was mache ich? Am besten setze ich jetzt schon mal diesen Zauber, weil der ist gar nicht mal so schlecht. Na, Rudolf ist schon tot. Scheiße. Alter, die sollten eigentlich gar nicht so schnell tot gehen. So, nochmal probieren. Ist okay, ich muss es am besten ganz schnell beenden, falls irgendwer kurz vorm Tod ist. Damit ich nicht so viele Gems wieder ausgebe. Boah, es ist dunkel draußen geworden. Leck mich. Ja, wo gehen wir da am besten rein? Also, schwierig zu sagen, irgendwo da, wo die. Ja, von oben am besten. Genau, von hier oben. Oh, sorry. Jo. Mann, die dürfen nicht auseinandergehen. Das ist die Scheiße. Nur so können wir das nicht schaffen. Nee, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht, aber immerhin 2 Sterne ist auch gut. Also. Oh! Oh! Ich brauche jetzt noch einen. Noch einen brauche ich. Okay. Ich brauche jetzt noch einen. Ich brauche jetzt noch das hier schaffen. Da bin ich durch. Ach, jetzt. Ach, okay. Jetzt bin ich schon beim Meister-Dungeon. Nice. Das Zerstörer. Okay, das ist jetzt nicht so schwer. Erstmal, ne, aber das ändert sich noch. Das wird noch deutlich schwieriger werden. So, weiter geht's. Ich bin jetzt gerade ein bisschen abgekommen. Ich wollte eigentlich so ein bisschen questen, aber jetzt kamen Dungeons dazwischen. Ja, jetzt brauche ich noch ein bisschen Gold und da bin ich fertig mit der Quest. So, so. Ist eigentlich klar, dass die beiden überlebt haben, weil die einfach die meisten Leben haben. Ja, ich glaube, der Dings, der Anubis hat 170.000 Leben und der Michael hat Non-Evo 102.000 Leben. Ich glaube, wenn Michael auf dem Level ist von Anubis, dann hat er um die 200.000, kann ich mir gut vorstellen. Oder mehr. Muss ja eigentlich so sein, ne? Tja, eigentlich schon. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ja, Leute. Habe ich mich doch, glaube ich, gut dafür entschieden, dass ich ihn hochgelevelt habe. Aber ich musste mal bei dem letzten Experten, dann muss ich mal gucken, wie ich das ein bisschen anstelle. Weil das Problem ist, die Helden dürfen nicht auseinanderlaufen. Und ich darf auch nicht diesen Schutzzauber setzen, weil den brauche ich dann, wenn ich dann gegen den großen Mortaniker und gegen die Bosse kämpfe. Das ist das Problem. Wenn ich nämlich direkt am Anfang diesen Heilzauber setze, dann schaffe ich das nicht. Der auch den Anubis. Auf 180 aber. Ja, Leute, aber immerhin haben wir jetzt mal ein bisschen Dungeons geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht. 691, 629 so. Das ist definitiv nicht schlecht, wenn ich mal hier so gucke. Viele. Guck mal, der ist hier auch, der ist auch bei 629. Aber sonst haben alle um die knappe 600, aber auch nicht mehr. Aber Leute, ich würde sagen, wir können mal einen Roll machen. Einen einzigen Roll, einen Gratis-Roll. King Galat. Okay. Ey, diese Kristallschlemmer, warum? Mann, ey. Ich wollte eigentlich Gems sparen. Scheiße. Das verstehe ich nicht. Warum sind die so häufig? Ich verstehe es nicht. Die sind wirklich, keine Ahnung, häufiger als ein Henker. Ey, meine Güte. Ey, das ist nicht normal. Also, Leute.
würde sagen, das war's von der Folge. Ja, die Angebote sind ganz okay. Das Ding könnte ich gut gebrauchen, um mein Anubis zu verbessern. Gerade jetzt ist es draußen übelst dunkel geworden. Naja. Würde sagen, wir. Ach so, ich bin ja gleich fertig mit der Quest. Ups, habe ich vergessen. Ach du Scheiße, es geht draußen ab. Ja, ganz typisches Herbstwetter. Das, ja. Ach so. Aha. Toll. Bei so einem Wetter kannst du eigentlich nichts machen, außer ein Video zu machen. Echt. Da hast du wirklich, ja, kaum Auswahlmöglichkeiten. Ich bin schon bei 15 Minuten. Also ich kriege irgendwie nicht einmal eine Folge hin, dass die mal ein bisschen kürzer ist als 15 Minuten, ey. Ach, naja, gut, egal. Ich könnte halt natürlich auch das Video schneiden, aber das mache ich dann nicht. Das könnte sogar gehen mit dem beiden Helden. Guckt euch das mal an. Die kriegen ihn einfach nicht down, weil ich die Life-Drain-Rune drauf habe, also Lebensentzug-Rune. Guckt euch das doch mal an. Das ist krass, Alter. Die kriegen ihn einfach nicht down. Die kriegen ihn nicht down, weil, okay, der nimmt ja für 10 Sekunden lang nimmt er ja 36% weniger Schaden. Alter Falter. Draußen geht übelst die Post ab. Ja, einfach. Einfach mit zwei Helden gegen auch sechs Helden. Also heftig. Zwei gegen sechs Helden und die zwei Helden gewinnen. Aber okay, ein Evo-Anubis mit einem 10er Michael, also Stern. So, Leute, jetzt bin ich fertig. Und jetzt mache ich mal dann die ganzen Sachen mal auf Michael drauf. So eine Scheiße, ey. Ich krieg einfach nicht so viel XP. Das wird so lange dauern, bis der auf 200 ist. Das dauert ewig. So. Ich würde sagen, das war's jetzt von der Folge. Haut da rein und wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.